Hallo, heute geht es wieder um den Müll aus dem Monat März. Fangen wir an mit einer Handcreme, die hatte ich euch ja auch schon ein paar Mal gezeigt, und zwar ist das von IOS, die grüne Variante, die so einen dezenten Gurkenduft hat. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich die jetzt mittlerweile auch schon hier bei uns in Deutschland gesehen, ich glaube sogar in der Drogerie. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es DM oder Rossmann war. Gehabt natürlich auch wieder teurer als in USA. Ist jedenfalls ein Teilchen, was ich mir, wenn ich drüben bin, immer gerne nachkaufe, weil ich zum einen die Form halt sehr praktisch finde, die schön für die Handtasche ist. Pflegewirkung ist auch gut, ist jetzt nichts, wenn man mega trockene Hände hat, aber schön für unterwegs. Und wie gesagt, ich liebe einfach den Duft, deswegen ist das für mich auch immer ein Nachkaufprodukt. Dann habe ich von Carol's Daughter einen Leave-In-Conditioner aufgebraucht. Das war so ein Pumpteilchen, der hat auch ewig gehalten. Ich muss auch gestehen, dass ich den nicht allzu regelmäßig verwendet habe. Der ist mit Weizenprotein und bei dem musste ich immer so ein bisschen aufpassen, wenn ich nämlich zu viel benutzt habe. Und vor allen Dingen konnte ich ihn auch nur in Kombination mit anderen Produkten benutzen. Wenn ich, wie gesagt, zu viel davon benutzt habe, dann wurden die Haare so ein bisschen crunchy. Also nicht im Sinne von wie mit Haarschaum. Aber schon irgendwie nicht weich und fluffig, sondern, also ich meine, Weizenproteine sollen ja das Haar stärken und das war halt irgendwie so das Gefühl, was man auch hatte, dass halt die Haarstränge nicht irgendwie weich sind, sondern halt wie gesagt relativ crisp und fest und das fand ich irgendwie nicht so angenehm. Deswegen habe ich es immer in Kombination mit anderen Produkten noch benutzt, wie zum Beispiel meinem Shu Uemura Oil, einfach um das Gefühl dann irgendwie so ein angenehmeres Gefühl einfach in den Haaren zu haben. Deswegen wäre das jetzt für mich nicht wirklich ein Nachkaufprodukt. Wie gesagt, einfach weil die Verwendung immer nur in Kombination mit anderen Produkten für mich okay war. Und ich tatsächlich sonst immer Angst gehabt hätte, wenn das Haar irgendwie so unflexibel ist, dass es halt tatsächlich auch vielleicht sogar noch eher brechen kann. Ja. Also Carol's Daughter Tui Leave-In Conditioner leider für mich nicht wirklich eine Empfehlung. Gleiches gilt für Body Shop, Honeymania, Körperpeeling. Das war ja wirklich ein Satz mit X. Also keine Ahnung, wie man auf die Idee kommt, das als Peeling zu bezeichnen. Ihr seht, das ist auch nur so eine kleine Größe ist, die ich auch tatsächlich nicht aufgebraucht habe, weil das war ja so witzlos, das irgendwie als Peeling einsetzen zu wollen. Da hat man ja überhaupt nichts gemerkt. Und ich fand den Duft jetzt auch nicht besonders, muss ich gestehen. Von daher wurde das bei meinem letzten großen Kehr aus einfach mit aussortiert. Aufgebraucht habe ich von Ole Henriksen die Firm Action Mask. Das ist eine Tonerdemaske, die Haut straffen soll und auch die Porengröße verringern und so weiter. Das ist so eine typische Tonerdemaske, wo man sich sehr genau überlegen sollte, welchen Gesichtsausdruck man hat, während man sie so vor sich hin trocknen lässt, weil der verändert sich dann nicht mehr. Also es war schon echt krasses Zeug. Also da kannst du dann nachher irgendwie den Mund nicht mehr bewegen, wenn du ihn vorher geschlossen gehalten hast, weil das hier irgendwie alles, wenn das erstmal so angetrocknet ist, so starr und krustig ist, dass da irgendwie gar nichts geht. Dadurch hat man natürlich auch das Gefühl, dass sich irgendwas bewegt oder beziehungsweise nicht mehr bewegt. Ja, also schwierig dann natürlich auch das Ganze runter zu waschen. Deswegen würde ich sagen, für mich jetzt nicht unbedingt ein Nachkaufprodukt, weil ich da dann tatsächlich Claymasken bevorzuge, die halt nicht ganz so starr sind. Und ich habe halt andere, die, wie gesagt, vom Gefühl her halt nicht so unflexibel sind und trotzdem ein relativ gutes Reinigungsergebnis geben. Ja, deswegen leider das Ding ein Pass. Dann habe ich diverse Sheetmasken verwendet. Überhaupt in meiner Urlaubswoche war ich ganz fleißig mit meinem Maskengedöns-Dingens. Zum einen habe ich von Nature leider meine letzte Packung von der White Sea Mask aufgebraucht. Das ist halt auch so eine Klassiker-Sheetmaske. Was ich an der besonders mag, ist, dass
sich immer sehr viel Serum hier unten drin sammelt. Also die ist halt wirklich sehr gut durchfeuchtet, die Maske. Und du kannst halt die ganzen Produkte, also der Produktrest, der hier unten rumschlurzt, den benutze ich immer noch, um auf den Hals aufzutragen. Und wenn ich die Maske halt abnehme, um den Rest auch noch auf dem Gesicht zu verteilen. Die ist halt mit Vitamin C angereichert, soll die Haut irgendwie aufhellen. Also Clear, was schreiben sie? Clearing Brightening. Ich finde einfach, dass sie die Haut also mega gut durchfeuchtet, dass das irgendwie ein ganz angenehmes Hautgefühl ist. So von dem tatsächlichen Aufhellen habe ich jetzt bei mir nichts entdeckt. Niacinamide ist da auch mit drin, Hyaluronsäure. Ja, Vitamin C, wie gesagt, irgendwie so als erstes. Bin ja mit denen immer sehr zufrieden und werde mir die, wenn ich drüben bin, auch definitiv wieder nachkaufen, so ich sie denn finde. Meistens bei TK Maxx, also beziehungsweise TJ Maxx heißt das da drüben, oder Marshalls, das ist so eine Soße. Dann habe ich von Starskin die Hydrating Biozellulose Second Skin Facial Mask verwendet. Ich weiß gar nicht, wo ich die mal her hatte. Die muss ja irgendwo aus einer Box sein. Ich habe sie mir jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Ich habe sie mir, glaube ich, nicht gekauft. Das war so ein zweischneidiges Schwert. Also ich fand die Anwendung ein bisschen schwierig, weil das so eine Maske ist, die so eine Art, wie sie auch sagen, irgendwie Second Skin, also zweite Hauteffekt hat. Das heißt, die ist nicht so ist nicht so eine Tuchmaske von der Textur her, sondern eher schon so eine ganz feine, dünne Gelschicht. Deswegen, die hat auch zwei sozusagen Außenhüllen, die man noch abziehen muss. Deswegen war es so ein bisschen tricky, die erstmal überhaupt aus dieser ganzen Verpackung rauszufrummeln und sie so aufs Gesicht pappen zu können. Wenn sie da dann erstmal sitzt, sitzt sie allerdings sehr gut. Also, ja, wenn man sich also nicht daran stört, dass es ein bisschen nervig ist, sie erstmal dahin zu kriegen, wo sie hingehört, dann würde ich sagen, kann man sich die auf jeden Fall mal angucken. Wobei ich glaube, dass die Firma, wenn ich mich recht entsinne, gibt es die bei Douglas, dass die auch nicht besonders günstig ist. Also von daher, gut, sie schreiben hier, dass es irgendwie 30 Milliliter infused mit, also dass da irgendwie eine ganze Ampulle von einem Serum irgendwie drin ist. Ja, war auch tatsächlich alles schön irgendwie durchfeuchtet und es war noch genug Schlonzi drin, den ihr noch anderweitig verteilen konntet. Aber ich muss noch mal gucken, was genau die kostet und mir dann mal überlegen, ob es mir das wert wäre. Weil man ja schon, also ich persönlich schon verwöhnt ist irgendwie von den Preisen, die man sonst für so fünf Teilchen zahlt, irgendwie so zwischen 5 und 8 € finde ich ja immer nicht so weltbewegend. Also kann man durchaus machen. Aber jetzt für so ein Einzelteilchen irgendwie das oder mehr auszugeben, da muss halt schon ein bisschen Wumms haben. Dann habe ich von By Nature die Instant Radiant Eye Mask mit Manuka Honey und Rosehip Oil benutzt. Das sind halt diese typischen Augenmasken in der Tropfenform, die sich halt hier schön der Augenform auch anpassen. Ich fand die von der Marke auch sehr angenehm, halten sehr gut. Habe auch gerade festgestellt, dass die tatsächlich noch bis 2020 haltbar ist, also kann ich mir noch ein bisschen Zeit lassen. Auch bei TK Maxx gefunden. Die Augendinger waren noch günstiger, die kamen, glaube ich, 4 € oder 5 € für so eine Fünferpackung. Sind ja auch kleiner. Also mit der war ich sehr zufrieden. Eine, wo ich etwas verwundert war bei der Anwendung, das ist diese Moisturizing Coconut Mask. Und zwar ist die mit Kokosnussöl, Kollagen, Rosehip Oil, mit Hyaluronsäure, Arganöl und Aloe Vera versetzt. Und als ich die das erste Mal raufgepappt habe, dachte ich mir, Sekunde, was ist denn das für ein merkwürdiges Gefühl? So leichtes Prickeln, was denn da nicht in Ordnung? Weil irgendwie anhand der Inhaltsstoffe hatte ich jetzt damit nicht gerechnet. Aber es steht hier irgendwo drin, dass sich das Teilchen erwärmt. Beziehungsweise, dass das Teilchen dafür sorgt, dass seine Haut sich erwärmt, damit die Poren geöffnet werden und die Inhaltsstoffe besser einziehen.
Aber das ist natürlich was, wenn man sich den ganzen Schmonz hier hinten nicht so genau durchliest, was man bei dieser Wirkstoffkombination jetzt nicht wirklich erwartet. Und im ersten Augenblick hatte ich tatsächlich so einen kleinen Schreckmoment und dachte mir so, wow, irgendwie die Mega-Unverträglichkeit sehe ich jetzt gleich irgendwie quietscherot aus im Gesicht. Aber nee, es war wirklich alles in Ordnung. Also es war tatsächlich nur dieses Gefühl. Es war jetzt nicht wie bei einer typischen Unverträglichkeitsreaktion, dass man dann wirklich irgendwie rot anläuft im Gesicht oder so oder Pusteln hat oder irgendwas. Das war alles in Ordnung. Man musste sich nur erstmal nach der Schrecksekunde damit abfinden, dass, sagen wir mal so, dass dieses Gefühl auf dem Gesicht nicht so pleasant war, wie man es sonst von anderen Schiedmasken kennt. Ich von anderen Masken kenne. Aber ansonsten das Ergebnis fand ich gut. So, und dann habe ich auch wieder eine Black Caviar Maske von Neogen aufgebraucht, auch die bei TK Maxx gefunden und dann hatte ich letztes Mal vergessen, ich wollte sie euch ja zeigen, was an der so besonders ist. Die ist nämlich, tada, ja, ist jetzt nicht mehr besonders lecker. Die ist tatsächlich schwarz. Also die passende Gruft, die Maske. Und ich darf doch sagen, ja. Das fand ich irgendwie so witzig, weil es das erste Mal ist, dass ich eine Maske gesehen habe, die tatsächlich irgendwie eine andere Farbe hat als weiß, naturfarben. Ja. So, die weiter im Text. Von Coda Lee habe ich dann noch dieses Gesichtsspray-Wassergedöns-Dingens aussortiert. Da ist jetzt auch nur noch ein Schluck drinne und ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, wie viele Jahrzehnte das schon bei mir steht. Das habe ich immer in Verwendung oder in Verbindung mit einem Gesichtsöl, meistens mit dem Rosehip Oil von Pi benutzt, weil sich dieses Öl einfach auf einer dezent feuchten Haut besser auftragen lässt und weil das bei mir rumstand, habe ich halt auch das benutzt. Jetzt benutze ich den Jasmin Mist von, ich würde mal sagen, bei Mandine Bürger, was vollkommener Quatsch ist, weil das ist ja eine Klamottenfirma. Blende ich euch ein. Ach, apropos, übrigens ab Mai oder so fliegen die Anmerkungen raus. Ich weiß ja gar nicht, wer von euch darauf achtet, sich die überhaupt durchliest, ob ihr alle irgendwie auf dem Mobiltelefon die Videos guckt, weil man da ja angeblich oder offensichtlich Anmerkungen sowieso nicht darstellen kann. Was mich jetzt wieder zu dem Problem bringt, was mache ich dann danach? Weil, wie ihr wisst, labert es, also ich des Öfteren mal Mist und versucht es dann beim bei der Nachkontrolle sozusagen wieder zu korrigieren mittels selbiger Anmerkungen, um dann reinzuschreiben, pelüm pelüm war aber ganz anders oder so und das geht ja dann nicht mehr. Deswegen die Frage an euch, vielleicht auch die ihr da draußen filmt oder irgendwie ansonsten anderweitig Videos bearbeitet, ob es eine, wenn möglich, kostenfreie Version, Variante von Bearbeitungsprogrammen gibt, wo man dann sowas vorab schon im Video irgendwie hinterlegen könnte, bevor man das Ganze halt irgendwie auf YouTube hochlädt. Das wäre sehr hilfreich. Ja, bedankt, falls da so ein Tipp kommen sollte. Dann wollte ich euch zeigen, dass ich mal wieder bei DM meine schönen verzierten Ebelin-Dinger gefunden, gekauft, mitgenommen und aufgebraucht habe. Das sind halt die Standardteilchen nur in einer schöneren Verpackung. Nicht, dass das jetzt kriegsentscheidend wäre, aber ich finde es halt immer ganz nett, die im Badezimmer hängen zu haben, statt der normalen. Dann habe ich von Peter Thomas Roth die Cucumber Gel Mask aufgebraucht. Das ist eine dieser kleinen, zwergigen 15 ml Größen aus dem Set, aus diesem Maskenset, was ich euch in meinem Skincare-Tag gezeigt habe. Die fand ich auch ganz toll. Ist halt schön frisch auf der Haut. Gibt ein bisschen Feuchtigkeit ab. Kann man, wenn man möchte, danach auch mit kühlem Wasser abspülen, was ich ja nicht machen würde, aber für den Sommer stelle ich mir das ganz gut vor. Und ist auch definitiv eine Maske, die für mich wieder auf der Nachkaufliste steht. Ich hatte ja gesagt, dass ich eigentlich mit allen drei Masken, die in dem Set drin waren, sehr zufrieden bin. Und da ich gerade gesehen habe, dass es jetzt ein Set von ihnen gibt, wo fünf verschiedene auch nur in diesen kleinen Größen drin sind, ist das halt auch was auf meiner Kaufliste steht. Noch eine Sheetmaske, das war wieder die Hydrating Moisturizing Fiber Mask Ocean Feeding von Neogen. Auch die habe ich euch ja schon gezeigt. Auch die für mich eine Empfehlung und ein Nachkaufprodukt. Also Masken gibt es bei mir eigentlich immer nur zwei Sachen. Entweder möchte ich, dass die Feuchtigkeit spenden,
oder möglichst irgendwie eine Art Peeling-Effekt haben oder halt eine Tonerde-Maske sind und einen reinigenden Effekt haben. Das sind so die eigentlich die großen drei. Feuchtigkeitsspendend wäre dann von Hydraluron hier auch eine Maske, die ich vor Urschleimzeiten gefühlt mir aus UK mitgebracht habe. Und jetzt, nachdem ich mir meine ganze Gesichtspflege- und Maskensammlung ein bisschen durchsortiert habe, jetzt halt rausgekramt habe, um die Dinger nach und nach mal aufzubrauchen. Die finde ich auch sehr gut. Ist wie gesagt irgendwie die Maskenversion von dem Hydraluron. Das gibt es ja auch in der Gel-Tubenform, die man ja auftragen kann. Ist halt auch Standard-Sheet-Maske, Pupp und danach schön alles aufgepolstert. Immer gern genommen. Dann haben wir hier ein Schaumgedönsdingens von Rituals, das Happy Buddha. Die Duftrichtung war jetzt nicht so ganz meins, muss ich gestehen. Kam auch irgendwann mal in der Box. Benutze ich persönlich dann irgendwie gerne mal als Rasiergel, weil ich da sonst nicht so richtig viel mit anfangen kann. Hatte ja auch schon mal gesagt, dass ich jetzt irgendwie nicht so der mega Rituals Duschschaum-Maniac bin. Von daher mitgenommen, aufgebraucht, aber wäre jetzt für mich auch nichts, was ich kaufen würde. Dann haben wir hier eine Maske von Pi und zwar eine Deep Cleanse AHA Maske. Das ist eine Maske zum Exfolieren, allerdings eher gerichtet an Leute mit empfindlicher Haut. Das heißt, die hat jetzt nicht wirklich Wumms. Ich fand sie ganz angenehm in der Anwendung, aber da ich ja mittlerweile Produkte benutze wie das Resist Weekly Treatment von Paula's Choice mit 10% AHA, ist es halt vom Effekt her nicht so das, was ich gewohnt bin, beziehungsweise ich sehe halt nicht so diesen Mega-Effekt. Aber wenn ihr eher empfindliche Haut habt oder euch da noch nicht so richtig rantraut, dann ist Pi halt eine Marke, die ich generell, was ich bis jetzt benutzt habe, wirklich nur empfehlen kann. Ich finde auch, dass die, wenn man sich mal irgendwie den Qualitätsanspruch, den die an ihre Produkte haben, man sich das irgendwie mal im Vergleich zu den Preisen anguckt, finde ich das auch sehr moderat. Habe mit denen bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht, auch was so die Abwicklung anbelangte, von Schnelligkeit des Versands und so weiter. Ja, also für mich hat es wie gesagt nicht unbedingt ein Nachkaufprodukt, liegt aber einfach daran, dass es eben jetzt nicht so den Wumms hat und ich halt auch keine per se empfindliche Haut habe und da jetzt großartig drauf achten müsste. So, wo wir beim Thema empfindliche Haut sind, dann gab es ein Produkt, was mich diesbezüglich etwas verwundert hat. Und zwar ist das von Michael Todd, der Blue Green Algae Antibacterial Toner, der sehr stark die Haut mit Feuchtigkeit versorgen soll und auch gleichzeitig antibakteriell und gegen Entzündung wirken soll. Und den konnte ich tatsächlich, obwohl an erster Stelle organischer Aloe Vera Saft steht, ja. Und kein Alkohol, also den hat meine Haut irgendwie nicht so richtig gut angenommen, muss ich gestehen. Also ich konnte den nicht im ganzen Gesicht verwenden. Ich habe den zum Schluss tatsächlich eher benutzt, wenn ich so gemerkt habe, dass es mal wieder so rund um die Nase eine Stelle gibt, wo sich eventuell ein Pickelchen bilden könnte oder so. Da hat der halt ziemlich gut gewirkt, aber beim Essen würde man wahrscheinlich sagen, ja, ich empfand ihn als ein wenig zu scharf. Von daher wäre das jetzt für mich nur was, was ich so als Spot-Treatments einsetzen würde, aber eben nichts, was ich jetzt im ganzen Gesicht haben möchte. Und von daher würde ich den jetzt auch nicht kaufen. Also ich habe den in einer Birchbox gehabt, beziehungsweise mir selber zusammengestellt und mir da halt auch ein paar Produkte von Michael Todd ausgesucht, weil mich das interessiert hat. Denn der wurde ja eine ganze Zeit lang hier irgendwie bei YouTube rumgereicht. Aber hat mich jetzt nicht überzeugt. Also wäre jetzt für mich definitiv kein Kaufprodukt. Von Sèche-Vite habe ich wieder so ein Teilchen leer bekommen. Das war übrigens eine von diesen neueren Verpackungen, wie man ja unschwer erkennen kann, weil ich den doch wirklich fast gänzlich aufbrauchen konnte. Das war ja früher gar nicht der Fall. Mittlerweile ist es nämlich ein bisschen anders gestaltet. Das Bürstchen geht weiter runter. Und der Boden ist irgendwie ein bisschen mehr angeglichen, sodass man im Endeffekt
besser an das Produkt rankommt. Denn der ist ja von Hause aus schon relativ dick und tendiert halt dazu mit der Zeit, wie dieser Flakon offen ist oder je häufiger man es benutzt, desto dicker wird das ganze Zeug halt auch. Bis zu dem Punkt, wo man, also früher war es bei mir so, wo ich mindestens noch so ein Viertel übrig hatte, an das man dann mit dem Bürstchen kaum noch rangekommen ist und was halt extrem dickflüssig war und was man nicht mehr wirklich verwenden konnte. Das ist so der einzige Drawback bei dem Produkt, dass man halt, dass man es nicht wie andere bis zum bitteren Ende benutzen kann, sondern dass das irgendwie ja schon mehr oder weniger vorher ein bisschen den Geist aufgibt. Also ihr seht, hier ist noch ein kleiner Rest drinne, ist aber wie gesagt nicht so viel wie früher übrig geblieben ist und von daher für mich einfach auch ein Produkt, was ich immer wieder nachkaufe, weil ich bis jetzt noch keinen, also außer den Essence Better Than Gel, muss ich gestehen, der ist natürlich auch super, aber ansonsten gibt es für mich halt keinen Topcoat, der an den rankommt. So, ein Produkt, was mir leider so ein bisschen umgekippt ist, ist von Good Things die Manuka Honey Radiance Face Mask. Das war auch eine Clay Maske, allerdings eine, die nicht so stark angetrocknet ist. Also die war dann durchaus schon angenehmer im Gefühl, während man sie im Gesicht hatte. Die habe ich auch tatsächlich so benutzt, um eher so in der T-Zone, die bei mir ja doch mehr ölig ist als alles andere, um die Haut da irgendwie ein bisschen zu reinigen und irgendwie dieses ganze Überschüssige und so weiter da irgendwie ein bisschen rauszuziehen. Fand ich sehr gut, ist halt eine grundsolide Maske, die ich aufgrund des Preispunktes, weil die, glaube ich, so um die 5 Euro liegt, auch auf jeden Fall empfehlen kann. Jo. Wie gesagt, auch mit Manuka Honey, der ja auch dafür sorgen soll, hat auch antibakterielle Wirkung und so weiter. Richtet sich auch in der Regel immer eher an jüngere Leute, jüngere Haut, vielleicht auch Problemhaut. Da kann man die auf jeden Fall mal ausprobieren. Von Kiehl's hatte ich in meinem Weihnachtskalender, glaube ich, diesen Ultra Facial Toner. Das ist auch so ein Wald- und Wiesentoner, der jetzt wirklich nichts Großartiges macht, außer den pH-Level von eurer Haut nach der Reinigung wieder auszugleichen. Und genau deswegen wäre der für mich auch, ich muss mal gucken, was der kostet, ein Nachkaufprodukt, weil ich ja doch ziemlich viel Serien oder noch Toner im Nachhinein benutze, die halt, wie gesagt, zum Beispiel Alpha-Hydroxylsäure enthalten und so, also Sachen, die halt ein bisschen mehr Wumms haben, weswegen ich dann gerne einen Toner habe, der eigentlich nichts weiter macht oder nichts weiter kann, um die Haut nicht zu überstrapazieren. Von Clarins hatte ich mal in einem Set, auch vor Urschleimzeiten, wie gesagt, das tauchte jetzt so alles langsam aber sicher auf, mal ein Set, was zusammen mit meinem Eau de Toilette, eine Bodylotion und halt auch ein Duschbad mit meinem Lieblingsduft enthielt. Und da habe ich jetzt, wie gesagt, das Duschbad endlich mal rausgegraben und aufgebraucht, weil auch das ja nicht besser wird. Ist mein Lieblingsparfum, hatte ich euch, glaube ich, in meinem letzten Aufgebraucht auch gezeigt. Das Eau de Jardin würde ich immer wieder kaufen. Von Lancaster Skin Therapy Detoxifying Perfecting Toner. Auch der für mich nur ein Spot-Treatment, weil nämlich an zweiter Stelle mit Alkohol und auch das hat man gemerkt, also ich persönlich gemerkt bei der Verwendung, dass das halt nicht wirklich angenehm war und zu austrocknend. Also wirklich dann nur auf die Stellen partiell, zum Beispiel den Nasenbereich, der bei mir halt wirklich sehr fettig ist, das dann irgendwie da aufzutragen, aber schön weit weg von der Wangenpartie und so weiter, überall, wo es halt eher trocken ist. Von daher auch das kein Nachkaufprodukt. Rausgeschmissen habe ich von Balea Young Saft & Care Intensivpflege und Maske Vitamincocktail für normale Haut. Kam, glaube ich, mal zusammen mit Balea Reinigungstüchern. Hat meine Haut überhaupt gar nicht gut aufgenommen. Habe ich ein paar Mal dann im Halsbereich verwendet, weil meine Haut da nicht so empfindlich ist. Aber im Gesichtsbereich ging das bei mir überhaupt gar nicht. Das hat dann schön für Pickelchen gesorgt. Von daher gibt es auch dafür keine Empfehlung. Der nächste Rausschmisskandidat ist von Phyto, die Phyto Karité Mask, Ultra Nourishing Mask, die für sehr trockene, brüchige Haare ist, was ja meine per se sind. Aber ich fand die in der Anwendung extrem schwierig und auch schmierig, weil die nämlich sehr, 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 sehr Creme, Bepanthencreme,
mäßig ist. Also sie lässt sich sehr schwer im Haar verteilen und dann hat die auch einen Duft, den ich überhaupt gar nicht abkonnte. Und das Schlimme ist, dass dieser Duft halt auch nicht aus den Haaren zu kriegen ist. Also hing der noch so ein paar Tage nach, weil ich mir halt wirklich nur alle 4, 5 Tage die Haare wasche, weil die so trocken sind. Und wenn man den Duft nicht mag, dann würde man den bestimmt nicht 4 oder 5 Tage mit sich rumschleppen. Also von daher, und eben in Kombination mit diesem sehr schmierigen, was halt irgendwie so strapaziös war, dann auch irgendwie beim Rausspülen, wenn man immer das Gefühl hatte, es hängt irgendwie noch so ein Schlonzi mit drin. Nee, konnte ich mich irgendwie nicht mehr mit abfinden, habe es deswegen dann irgendwann bleiben gelassen. Sad Times, meine Paula Resist Anti-Aging Augencreme. Auch von der hatte ich euch ja in dem Skincare-Tag erzählt, dass das wirklich so meine, fokussiert das kleine Ding jetzt auch mal, dass das wirklich neben der Ulla Henriksen Augencreme meine absolute Lieblingsaugencreme ist. Ich finde die einfach ganz toll, sowohl tagsüber als auch nachts. Die ist wunderbar als Grundlage von Concealer geeignet. Also jeder, der eine sehr trockene Augenpartie hat, so wie meiner einer, sollte sich die mal angucken. Ich weiß, es ist kein Schnäppchen, aber ehrlich gesagt habe ich auch keine Lust mehr, irgendwie günstige Produkte zu benutzen oder auszuprobieren, die dann irgendwie nur so medium toll sind oder funktionieren, wenn ich was habe, wo ich weiß, dass es klappt. Und Paula ist ja auch häufiger damit dabei, irgendwie mit 20% Aktionen. Also dann würde ich da zugreifen. War ich, wie gesagt, irgendwie extremst zufrieden mit. War auch eine Empfehlung von einer Kollegin von mir, die irgendwie ausprobiert hat und ganz begeistert war. Und ich finde die einfach nur super. So, was haben wir denn da noch? Von Perricone habe ich so eine Probe von dem Cold Plasma, dieser Cold Plasma Creme aufgebraucht. War jetzt nicht so viel drinne, 7,5 Milliliter, deswegen kann ich jetzt nicht wirklich sagen, dass sich da bei meiner Haut was Großartiges getan hat. Bin ich allerdings auch ganz dankbar für, denn ich glaube nicht, dass selbst wenn sie viel für meine Haut getan hätte, ich mich dazu durchringen könnte, das Produkt zu benutzen, weil, was ich allerdings auch schon im Vorfeld gelesen habe, das Zeug einfach echt nach Fisch riecht. Und der Duft bleibt halt noch so einen Moment hängen. Der ist nicht sofort weg. Und wenn jemand sensitiv auf Gerüche reagiert, könnte das auch ganz schlecht enden. Also das fand ich schon krass. Also es ist tatsächlich nicht so, dass das Produkt schlecht ist, sondern aufgrund der Inhaltsstoffe riecht das halt einfach fischig. Und nee. Tut mir leid, so gerne ich auch Fisch esse, aber ich möchte halt nichts im Gesicht haben, was irgendwie nach Fisch riecht. Von daher gibt das auch da keinen Daumen hoch. Und dann habe ich noch eine Handcreme und zwar die Wild Berries von Nature Republic. Auch die hatte ich mir letztes Jahr aus New York mitgebracht. Bei der mochte ich den Duft halt noch lieber als bei der Peach-Variante und deswegen steht die auch dann auf meinem Nachkaufzettelchen. So, das war ja dieses Mal erstaunlich viel. Von daher seid ihr damit erlöst, entlasten. Ich wünsche euch einen zauberhaften Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr das schaut. Und bis bald. Tschüss.